willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist im Auftrag des Königs. Wir haben uns gerade eben noch hier an diesen Orks, naja, vorbeigeschlichen. Ging leider nicht. Wir mussten wieder ein paar töten. Das ist nämlich ziemlich riskant. Nachher kriege ich keine Nebenquests der Ork, wie man mir freundlicherweise in den Kommentaren geschrieben hat. Und vielleicht sollte ich mal der Stadtwache mal irgendwie was fragen. Vielleicht gibt es irgendwie was hier. Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Was hier los ist? Na, wenn du das nicht selber siehst, kann ich dir auch nicht helfen. Die Orks haben sich hier überall breit gemacht. Wenn man nicht aufpasst, tritt man noch versehentlich auf welche. Daher kann ich dir nur raten, dich draußen nicht alleine herumzutreiben. Ja, das habe ich aber nicht gemacht. Und zwar habe ich ja meinen guten Freund Dandolo dabei. Gibt's Neuigkeiten vom Festland? Irgendwelche Informationen zum Kriegsverlauf? Nein, woher auch? Seitdem die Orks Korinis eingenommen haben, bekommen wir von der Außenwelt nichts mehr mit. Außerdem denke ich, dass unsere Kommandanten uns auch nicht alles erzählen, was sie wissen. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Naja, Stadtwache. Ich will erstmal dein Geld. Was gibt's denn noch? Was machst du hier? Mal gucken, was er macht. Was machst du hier? Das Übliche. Wache schieben. Was sonst? Jo, ist einleuchtend. Ja, dann komm mal mit, dann gucken wir mal, wer hier alle so rumsitzt. Stadtwache Ruga! Ruga, grüß dich. Hey du, was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust und sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Das ist klasse. Seinen Schlüssel zu stehlen. Mach ich mal. Okay, hat nicht geklappt, Ruga. Dann lasse ich dich auch weiterhin in Ruhe. Und trainieren kann er mich auch mit der Armbrust. Mal gucken, wie teuer er ist. Natürlich, wenn du genügend Erfahrung mitbringst, kann ich dir helfen. Und vergiss nicht, Geschicklichkeit und Fernkampf gehören zusammen wie Armbrust und Bolzen. Das eine ist ohne das andere nicht viel wert. Verstehe. Sehr schön, okay. Wie man Pfeile herstellt, okay, das kann ich ja selber machen. Umgang mit der Armbrust, ich will geschickter werden. Ah, geschickt. Wie teuer ist er denn? Ich will geschickt. Ja, 15 Lernpunkte. Für 5. Dann habe ich 80 geschickt, so wie ich mehr das... kann ich dir nicht. Ja, okay. Umgang mit der Armbrust. Ja, 80 geschickt. Das ist natürlich. Ist natürlich schön, nur. Vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen haushalten. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwie großartig. Hier ist nochmal Stadtwache. Wambo! Was machst du hier? Ich achte darauf, dass kein Feind unser Lager betritt. Und jetzt, wo die Orks die Gegend unsicher machen, muss man besonders gut aufpassen. Ja, ja. Und wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Gut, zurzeit ist alles in Ordnung. Okay, ja, gewagt den Schlüssel zu stehlen. Wieso haben die alle Schlüssel? Für die Korinis-Stadt. Ja, schauen wir mal weiter. Ah. Aha. Hier mal ein kleines Vorlager. Das sieht gut aus. Und wer bist du denn? Du bist jetzt gerummt, ne? Ja, der Waldgeist. Hey! Wie geht's? Ah, hallo. Ich bin sehr beschäftigt. Also, was willst du? Ja, was will ich denn hier? Was machst du hier? Na, was so ein Holzfäller und Jäger ebenso macht. Kacken. Nein, Quatsch. Was ist hier los? Na, wenn du das nicht selber siehst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Oh, sorry. Überall wimmelt es von Orks. Ich hoffe sehr, dass es diesen nicht gelingen wird, unsere Verteidigungsanlagen zu überwinden. Das hoffe ich auch. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir beibringen? Du willst was lernen? Warum nicht? Ich könnte dir etwas über die Jagd beibringen. Allerdings mache ich das nicht umsonst. Besorg mir erstmal was Anständiges zum Essen. Ich sterbe nämlich vor Hunger hier draußen. Bring mir eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Dann bringe ich dir bei, was ich kann.
Das ist doch schön, das gibt doch Lernpunkte. Haben wir denn überhaupt alles? Essen geben. Hallo. Ah, ich sehe, du bringst mir das Essen. Sehr gut. Ich danke dir. Ja, und was kannst du mir denn dann beibringen? Was kannst du mir beibringen? Ich kann dir nichts beibringen, was du nicht ohnehin schon kannst. Okay. Es wäre schwierig, seine Spaltaxt zu stehlen. Was hat denn der im Angebot? Zeig mir deine Ware. Ey, okay. Das übliche Holzgewerk halt eben. Okidoki. Schön. Grom, grom, grom. Okay, hier gibt es wieder auch eine Baumsäge. Da kann ich dann meine Sachen, die ich im Inventar nochmal... Nein, das wollte ich nicht machen. Ich will nicht damit langweilen, dass... ich habe eh nichts gehabt. dass ich hier die ganze Zeit hier rumhacke. Nicht wieder hier. Ein Gärtner. Hallo. Bist du ein Mörder oder nur ein Gärtner? Hey. Hallo. Was machst du hier? Was soll man hier schon machen? Ich trinke. Ach, das ist der Gärtner vor Lord Andres Haus oder so. Richtig. Oder war das Lord Hagen? Lord Hagen? Lord André? Nee, Lord Hagen. Der war ja hinten irgendwo. Gucken wir mal weiter. Oh, also hier scheint alles safe zu sein. Hier stehen überall die Mütter rum. Die Mädels. Die Bürgerin. Und da oben steht auch noch einer. Oh, weia. Wer bist du denn? Ach ja, hier geht's hoch zum Turm. Okay, Pablo. Hallo. Hey du, wer bist du denn? Ich kenne dich gar nicht. Ich bin ein Bote von Lord Baldwin, Kommandant des Kriegsschiffs Albatros. Was? Der Kriegsschiff des Königs ist hier? Wollt ihr etwa mit der Orkflotte aufnehmen? Genau das haben wir vor. Na, dann viel Erfolg. Nun, was weißt du denn über Banditen? Ach, die Banditen wahrscheinlich hier, die ich in der... Was Lock weißt habe. Du über die Banditen? Sie kommen alle aus der verdammten Minenkolonie und haben sich mittlerweile zu einer großen Bande zusammengeschlossen. Ihr Anführer soll jetzt ein ehemaliger Gardist namens Gregor sein. Genau. Aber das glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Na, dass dieser Gregor ein ehemaliger Gardist sein soll. Unmöglich. Und warum soll das unmöglich sein? Na, weil ein Gardist niemals so tief sinken kann, dass er sich den Banditen anschließt. Deshalb. Wenn du meinst. Ja, aber wie auch immer. Es ist höchste Zeit, dass diesen Kerlen das Handwerk gelegt wird. Aber solange die Orks hier sind, wird das wohl noch dauern. Oha. Na, mal gucken. Was kannst du mir über diesen Gregor und seiner Bande sagen? Genau, wo sind die? Nur, dass die Kerle mittlerweile den ganzen Norden von Corvinus beherrschen. Aha. Dort gehen fast alle Überfälle auf deren Konto. So? Aber im Norden leben doch höchstens ein paar Jäger. Wen wollen die Banditen denn da überfallen? Von wegen. Mittlerweile gibt es dort ein großes Lager, das voll von Flüchtlingen ist, die aus der Stadt kommen. Die konnten sich mit ihren restlichen Habseligkeiten gerade so vor den Orks retten und wählen sich im Norden nun eine Sicherheit. Aber kaum haben sie die Orks hinter sich gelassen, fallen die Banditen über sie her. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Und daher kann ich dir nur raten, aufzupassen, wenn du mal vorhaben solltest, nach Norden zu gehen. Da war ich ja schon. Okay, machen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel hier. Denn das ist mir doch ein bisschen zu dunkel. Wir wollen ja auch dem Pablo mal schön ins Antlitz gucken, indem ich eine Fackel entzünde, die sich dort befindet. Hier. Gut, Pablo, sag mal was. Und zwar, wie die Lage ist. Wie ist die Lage? Also, zurzeit ist alles ruhig. Jo. Zurzeit ist alles ruhig. Hast du das gehört, Dandolo? Also, weiter hoch. Ich hoffe, dass ich hoch zum Turm komme. Ah. Ist hier noch was? Bist du dabei? Ja, du bist dabei. Das ist gut. Das sieht hier so verlockend aus. Jetzt würde ich hier was... Ja! Elixier des Geistes. Was heißt das? Was heißt das, Elixier des Geistes? Das ist ein Permatrank oder... Das ist ein Permatrank. Oder? Moment mal, Elixier des Geistes. Bonus für maximales Mana. Jawoll. Suppi. Haben wir doch wieder was gelernt. Also. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht.
Ja, hier muss man aufpassen, dass man hier nicht runterstürzt, Dandolo, also pass auf. Ja, oder so, abkürzen, immer gut. Ey, wer bist du denn? Voltan. Wer bist du denn? Ein Kämpfer des Königs, wie du. Das kann ja jeder behaupten. Nein, solange niemand für dich bürgen kann, lasse ich dich nicht durch. Na toll. So weit bekloppt es aber auch. Oh, sorry, ich habe eben meinen Husten versucht auszuschalten, aber ich werde nochmal. Ich habe hier eine Bescheinigung. Lies. Hier schreibt ein gewisser Lord Baldwin, dass du im Auftrag des Königs handelst. Ich kenne aber keinen Lord Baldwin. Und daher kommst du nicht durch, verstanden? Dann geh zu Lord André und erkundige dich. Er wird Lord Baldwin kennen. Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ich weiß genau, was du vorhast. So? Was denn? Ganz einfach. Wenn ich zu Lord André gehe, kannst du dich hier in Ruhe umsehen und deinem Auftraggeber Bescheid geben. Nee, lass mich durch. Auftraggebern? Jetzt tu nicht so scheinheilig. Die Orks natürlich. Bei dir piept's wohl. Melde mich sofort bei Lord André. Sonst handelst du dir den größten Ärger deines Lebens ein. Ach, und woher weiß ich, dass du mir hier keine Märchen erzählst? Schon mal das Siegel unter dem Schreiben betrachtet? Genau. Das Siegel? Welches? Ja, guck's mal genau an, du Heinz. Oh, das ist ja das Siegel des Königs. Ja. Schön, dass du das auch endlich merkst. In Ordnung, du kannst passieren. Schön. Kann ich noch meine Bescheinigung zurückhaben? Wie? Ach so, na klar doch, hier ist sie. Ein bisschen brägig ist er, ne? Sehr gut. Na, dann gehen wir mal durch. Voltan. Ach ja, bist du noch da? Ja, sehr gut. So, wer bist du denn? Mika, ach ja, grüß dich, du alter Milizionär. Hallo. Ja, hallo. Hey, Moment mal, du bist doch Roland, Bospas Sohn. Mann, ist das lange her, wo wir uns zuletzt gesehen haben. Wo kommst du denn auf einmal her? Nun, ich... Na, lass mal, ich kann es mir denken. Du hast dir bestimmt Sorgen um deine Eltern gemacht, was? Aber lass mal den Kopf nicht hängen. Ich habe gehört, dass sie mit vielen anderen Einwohnern von Korinnes in den Norden flüchten konnten. Oha. Also ich an deiner Stelle würde mich dort mal umsehen. Danke, du hast mir sehr geholfen. Oh, weia, dann sind sie also bei den Banditen in Gefangenschaft. So ein Mist, aber... Was kannst du mir über die Orks sagen? Nicht viel. Ich kann dir nur sagen, dass sie die Insel so ziemlich unter ihrer Kontrolle haben. Nur das Kloster und wir halten noch stand. Aber wie lange noch? Wenn es Lord Hagen nicht bald zur Unterstützung kommt, werden uns die Orks fertig machen. Was weißt du über die Orksöldner? Ich weiß nur, dass sie beim Angriff auf der Stadt dabei waren. Mehr nicht. Es scheint aber nicht allzu viele zu sein, da sie sonst sicher die Orks hier unterstützt hätten. Vermutlich hält sich der größte Teil noch in der Stadt auf. Okay, und die Lage wird wahrscheinlich ruhig sein, ne? Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Oh. Aber ich bete zu Innos, dass er uns noch rechtzeitig Hilfe bringen wird. Ja, dafür sind wir doch da, ne? Und im Markt ist hier, ich bin eine Bürgerin, Herold. Bürger von Korinnes! Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Das ist gut. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Danke, Herold. Hast du noch was zu sagen? Nee. Okay, also Leute. Ich bin so froh, dass wir es hier geschafft haben. Und wer bist du? Pennt der Richter. Wieso seid ihr denn alle jetzt plötzlich hier mit drin? Was denn? Seid ihr neugierig oder was? Ich will doch nur mit dem Richter reden. Du hast hier nichts zu suchen. Ach so, okay, dann gehe ich wieder raus. Kluges Kerlchen. Ich dachte schon, die wollen die Waffen ziehen. Ja, Brands Frau. Wow. Hierhin also haben sich die Jungs von der Miliz zurückgezogen. Du solltest sogleich mit Lord André sprechen. Tja, und wo ist der? Den muss ich wahrscheinlich noch suchen. Der wird bestimmt irgendwo im Haus sein. Aber trotzdem will ich erstmal gucken, hier ist Gerbrand. Aber Gerbrands Frau, die wollte ich noch anquaken. Hallo. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Gerbrands Frau. Warum fragst du? Ich wollte... Wenn du keinen wichtigen Grund hast, mit mir zu sprechen, solltest du besser gehen. Ich habe weder Lust noch Zeit, mich mit dir zu unterhalten. Dann gib mir mal all dein Geld.
danke dir. So, und dann geht's ja rüber. Moment mal. Orientierung. Yep. Ach, hier ist Gerbrand. Hey du. Hallo, wer bist du? Wer bist du denn? Anscheinend bist du neu und hast noch nicht mitbekommen, wie das hier läuft. Man nennt mich Gerbrand. Für dich Herr Gerbrand. Verstanden? Na, immer noch diese alte feine Pinkel. Okay. Ja, dann werden wir mal speichere. Und dann gucken. Lutero ist auch hier. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Lutero. Ich handle mit den verschiedensten Sachen. Zeig mir deine Ware. Na, was hast du denn? Trank der Geschwindigkeit, Feldknöterich vergessen, Schlaf und das Übliche. Oh, pff, ja, okay, das Übliche halt eben. Lucero, Lutero. Mortis. Ja, was willst du? Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das machen wir mal. Kann ich bei dir Waffen bekommen? Tut mir leid, davon haben wir selbst zu wenig. Aber im Übrigen wäre Peck hierfür zuständig. Hm. Peck hier. Hier ist aber Ranga. Oh, Schlüssel. Hey, wie sieht's aus? Frag mich besser nicht. Oh, toll. Aber wie ist denn die Situation? Wie ist die Situation mit den Orks? Miserabel. Wir sitzen hier in einer richtigen Mausefalle. Ich bin mir sicher, dass in allernächster Zeit der nächste Großangriff beginnen wird. Und dann ist es aus mit uns. Nee, das würde ich nicht so sehen. Komm, hast du denn Probleme? Du hast Probleme? Oh. Du hast es erraten. Ich bin schon richtig verzweifelt, weil mir keiner bei meinem Problem helfen kann. Was ist los? Es geht um die beiden Paladine, Jestin und Salford. Die beiden erpressen mich. Was erzählst du da? Zwei Paladine erpressen dich? Das glaubst du doch selbst nicht. Es ist wirklich so. Ich kenne die beiden von früher. Da waren sie noch einfache Waffenknechte. Damals haben die zwei ein ziemlich raues Leben geführt, das so gar nicht im Einklang steht zu ihrem jetzigen Leben als Paladine. Du glaubst also, dass sie es nicht verdient haben, zu den Rittern des Königs zu zählen? Nein, das würde zu weit gehen. Sie sind bestimmt tapfere und treue Krieger. Aber da sie wissen, dass ich ihre Schwächen von früher kenne, haben sie sich gegen mich verschworen. Jedes Mal, wenn ich meinen Sold bekomme, verlangen sie, dass ich ihnen die Hälfte davon herausrücke. Das tun sie aber nur, damit ich nicht verrate, was ich über sie weiß. Bitte hilf mir. Sonst weiß ich nicht mehr, was ich noch tun könnte. Man sollte eigentlich annehmen, dass ihr mit den Orks schon genug Probleme hättet. Und dann bekommt man solche Geschichten zu hören. Aber na schön, ich helfe dir. Ich danke dir. Du bist meine letzte Hoffnung. Tja. Dandolo, kannst du denn eventuell auch hier warten? Warte auf mich. Ich gehe. Gut. Ja. Wo wollen wir uns treffen? Küste, geh zurück. Nö. Nö. Also, dieser Punkt ist nicht auszuwählen. Dann aber mal gucken. Wulfgar! Ne, Trainee! Hallo, mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Willkommen, mein Name ist Wulfgar. Ich bin der Hauptmann der Stadtwache. Oder sagen wir lieber der Hauptmann der ehemaligen Stadtwache von Korinnes. Ach so. Kann ich was für dich tun? Kann ich etwas von dir lernen? Ich weiß das doch. Kann ich etwas von dir lernen? Na klar, schließlich bist du ein Kämpfer des Königs. Ups. Ich kann dich im Einhand- und im Zweihandkampf ausbilden. Ich kann dir zeigen, wie du ein starker Schwertkämpfer werden kannst. Wenn du Fortschritte machst, werde ich dich sogar zum Schwertmeister ausbilden. Darüber hinaus kann ich dir beibringen, wie du deine Nahkampfwaffen besser gegen Orks einsetzen kannst. Das alles aber nur, wenn du die nötige Erfahrung mitbringst. Genau, und da wollte ich drauf hinarbeiten. Starker Schwertkämpfer. 3 LP Nahkampftiere und 15 Damage. Schwertmeister, 3 LP lagen starke Gegner. Orktöter. Ja. Ich brauche Training. Für was für denn? Ich brauche Training. Was genau willst du trainieren? Einhandwaffen, okay, das ist das Normale.
Yep, gibt's noch eine Option? Was kann ich für dich tun, genau? Kann ich was für dich tun? Ja, das kannst du. Hab ich doch gefunden! Ich vermisse Hackard. Er sollte für uns auf die Jagd gehen, ist aber noch nicht zurück. Dabei hatte ich ihn bereits vor 2 Tagen losgeschickt. Ja, ihr habt ihn doch gefunden. Da steht's doch schon. Den habe ich sogar geheilt, den Hackard. Ich habe Hackard gefunden. Es wird noch etwas dauern, bis er zurückkommt. Er wurde aufgehalten. Innos sei Dank. Das beruhigt mich sehr, dass ihm nichts passiert ist. Hier hast du etwas Gold für die gute Botschaft. Ja, danke, danke, danke. Starker Schwertkämpfe. Ich werde das nochmal im Hinterkopf behalten. Aber ich werde es nicht vergessen. So, ich denke mal, dass hier unser Lordchen drin ist. Oder auch nicht. Doch, da ist was. Da, Lord André, grüß dich. Aufwachen. Wichtige frohe Botschaften. Innos sei mit dir, Soldat. Was führt dich zu mir? Was passiert denn jetzt? Eigentlich viel weniger. Was ist denn hier passiert? Hier ist Hackard. Auf einmal ist Hackard hier. Ja, sorry, dass ich ihn mal eben unterbrochen habe. Okay. Ach, dann warst du das. Ach, und hier ist Peck. Der hat sich mit dem Minecrawler wohl geklopft, wa? Ich muss erstmal hier die Lage klären, liebe Leute, sonst geht das hier gar nicht. Hallo. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ich habe weder Lust noch Zeit zum Quatschen, verstanden? Okay. So, ich muss ein bisschen kurz schmunzeln. Was weißt du denn über die Banditen? Was weißt du über die Banditen? Ich sagte dir doch, dass ich nicht mit dir reden will. Wenn du unbedingt was über die Banditen erfahren willst, dann solltest du mit Pablo schnacken. Der hatte mal von Lord André den Auftrag erhalten, sich um diese Kerl zu kümmern. Allerdings war das noch bevor wir die Stadt verlassen mussten. Ja, Heidenau, was hast denn du für ein Dialekt, Peck? Wie ist die Lage? Hoffentlich kommt uns bald Lord Hagen zu Hilfe. Sonst ist alles verloren. Peck, bleib doch mal hier. Penn nicht wieder ein hier. Oh Mann. Ich will noch mehr von deinem komischen Dialekt hören hier. Mortis sagte mir, dass du Waffen verkaufst. Ja, aber nur an Angehörige der Stadtwache. Also verzieh dich. Jetzt mach hier nicht so viel Wind. Ich bin Soldat des Königs und brauche gute Waffen im Kampf gegen die Orks. Oder soll ich jetzt Lord André mitteilen, dass du mir nichts geben willst? Sapperlot, verdammt, ich... Also, wie sieht es aus? Das schön von mir aus. Schau dir an, was ich hab. Snapperlot, Sapperlot, ja gut, okay, wird mal Z geschrieben, aber egal. Es ist die Lage, was zeigt mir deine Ware? Zeig mir deine Ware. Oh, der hat eine schöne Sache hier. Orkschlechter, oh, cool. 130 Stärke, oh, Leiter, das ist ja übelst. Kriegshammer, Bastardschwert, ja, okay, das... Das Nötige, was ist denn das hier wieder für ein Teil? Wieder so ein Rost... Na! Lederhelm. Okay, der ist aber nicht so gut wie meiner. Okay. Dann frage ich mal die... Ach, hier, Rüstung kann man auch kaufen, haben? Bogenschützerrüstung, Pfeile... wie viel Schutz bieten die denn? Nee, sowas kaufe ich doch nicht, wenn ich nicht weiß, wie viel Schutz das bietet. So. Wie ist die Lage? Hoffentlich kommt uns bald Lord Hagen zu... Oh, das hatte ich ja schon. Okay. Denn du, hast du das gehört? Das ist ein Schwitzer. Oder zumindest einer, der versucht, Schwitzer zu sein, ne? So, nicht wahr geht's zu Andrea. Gucken wir mal. Ja, und jetzt aber. Mein Name ist Roland. Ich bin Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros. Kommandant ist Lord Baldwin. Wie? Die Albatros ist hier? Sehr gut. Was gibt es Neues aus Vanguard? Wir sind schon einige Wochen auf See. Damals haben die Orks die Hauptstadt belagert. Aber heute? Keine Ahnung. Verstehe. Trotzdem. Es ist gut, dass Lord Baldwin mit der Albatros hier ist. Vielleicht sind wir auf seine Hilfe angewiesen. Wofür, wenn ich fragen darf? Nun, ich sage es ganz offen. Um die Bevölkerung von Corinnes in Sicherheit zu bringen. Ihr wollt Corinnes verlassen, Lord André?
Wenn uns nichts weiter übrig bleibt, ja. Unsere Lage ist schlecht, sehr schlecht sogar. Die Orks haben die Stadt und die kleineren Bauernhöfe erobert. Sie belagern das Kloster und Onas Hof. Außerdem haben sie den Pass zum Minental geschlossen. Sofern die Bewohner nicht hierhin flüchten konnten, haben sie sich in Höhlen versteckt oder sind nach Norden geflüchtet. Und mit den paar Männern, die mir noch zur Verfügung stehen, werde ich die Orks nicht auf Dauer aufhalten können. Nur noch Innos kann uns helfen. Oh, und wo ist denn Lord Hagen? Wo ist Lord Hagen? Lord Hagen ist mit den meisten Paladinen ins Minental gezogen. Das ist aber schon mehrere Wochen her. Seitdem haben wir keine Nachricht mehr von ihm. Lord Baldwin hat den Auftrag, magisches Erz nach Vengar zu bringen. Habt ihr welches hier? Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir haben nur sehr wenig magisches Erz. Du wirst wohl auf Lord Hagens Rückkehr warten müssen. Oha. Habt ihr denn Plänchen? Habt ihr denn keinen Plan, die Stadt zurückzuerobern? Mit den paar Mann, die mir übrig geblieben sind? Nein, keine Chance. Auch ist an eine Rückeroberung der Stadt gar nicht zu denken, solange die Orks das ganze Umland beherrschen. Gut, also zunächst sollte das Umland befreit werden. Was sollte dann eurer Meinung nach als erstes getan werden? Zunächst sollten die kleineren Bauernhöfe von Lobard, Arkil, Sekob und Bengar zurückerobert werden. Die Orks wären dann vom Nachschub abgeschnitten. Eine wichtige Voraussetzung, um weiter gegen den Feind vorzugehen. Ja, immer an die Ressourcen ran. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und ich habe bestimmt wieder Orks auf den Bauernhöfen. Also, denken sollte man natürlich im Umland die Orks von den Bauernhöfen. Klar, Streitschwellen, das ist da oben, Gregors Bande. Orks auf, wo ist denn jetzt hier? Moment. Wo ist Lord Hagen? Da ist er. Okay, Lord André berichtete mir, dass sich Lord Hagen mit seinem Paladin schon seit mehreren Wochen im Minental befindet, um das magische Erz zu holen. Dann wäre diese Frage also auch geklärt. Ja, liebe Leute, dann gucken wir uns nochmal hier im Turm um und gucken mal, was es hier noch so zu looten gibt. Vielleicht mal ein bisschen was braten. 101 Fleischstücke, das ist doch schön. Ach, ich habe noch was erhalten, habe ich eben gesehen. Und zwar ein Teleportstein. Stand da. Und zwar dieser hier. Korines Teleport, Milizlager Onas Hof. Aha. Da will ich aber jetzt noch nie sofort hin. Da gucken wir nochmal, ob es hier noch irgendwas Wichtiges gibt. Ja. Und dann genießen wir mit zusammen mit Dandolo die Aussicht von diesem Turm hier oben. Nachdem wir Mana-Essenz, Essenz der Heilung, hier aufgenommen haben. Ich sage Tschüss. Haltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Bauernhöfe von den Orks befreien. Tschüss. Gebt mir einen Daumen und ein Abo. Oder auch einen Kommentar. Geht auch. Tschüss.